Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 22. Und ja, Leute, was war das für eine letzte Folge? Gerade dieser letzte Moment im Spiel gegen Bristol, das 2-2 von Wilson. Einfach nur genial. Allgemein haben wir jetzt seit 6 Spielen nicht mehr verloren. 4 Siege, 2 Unentschieden. Das ist mit die beste Phase, die ich überhaupt habe in dieser Serie. Aber ich muss auch mal so ein paar Spieler loben, die einfach viel zu selten rankommen, einfach weil man sie in den Highlights nicht so sieht. Klar, jetzt Dragosin hat man mal gesehen wegen der Vorlage, aber gerade er hier spielt überragend. Also Dragosin spielt wirklich überragend. Ich meine, ich bin super zufrieden mit These und Tuansebe, gerade von Tuansebe. Aber wenn er so weitermacht, dann rennt der wirkliche These in den Rang ab. Den muss man einfach mal loben. Auch Parsons dafür, dass er gerade mal 19 ist, macht seinen Job ganz ordentlich, ne? Moral ist ein bisschen kritisch ab und zu mal. Aber eigentlich ist er ja auch nicht so schlecht, ne? Und auch Lehrt, muss ich sagen, hätte ich mehr erwartet. Das ist eher so jemand, wo ich sage, ja, geht mehr. Wilson, hätte der sich nicht verletzt, wäre wahrscheinlich schon längst über eine 80, ne? Also in der letzten Season. MVP auch überkrass. Ich meine, ihr seht es dann ja. Ach, mein Ellbogen. Auf jeden Fall MVP überragend. Und ja, wir gucken einfach mal, ne? Wie es jetzt so demnächst weitergeht. Er hier ist noch 3 Tage leicht verletzt, okay, und danach ist er wieder back, also auch De La Vega kommt bald zurück und Dile brauche ich ja euch nicht sagen, der ist oft genug in den Highlights, aber ich wollte mal so ein paar Spieler ansprechen, wie gerade Dragosin, weil die sind einfach nie in den Highlights, liefern aber trotzdem super ab und ja, dass ihr da einfach nur so einen kleinen Eindruck habt. Wir gehen jetzt rein gegen Sheffield, hoffentlich bleibt unsere Nicht-Verlieren-Serie, also einfach die Serie ohne Niederlagen, so ist es richtig, bestehen, aber wir schauen mal, ob oder ob nicht. Gucken wir uns die Aufstellung von Southampton an. Morales im Tor, Laird, Tuansebe, These und Yacine bilden die Viererkette. Maiton Niles, Etebo, Mwepu im Dreiermittelfeld. Reggie Wilson auf rechts, links Dolan und Dileb im Sturmzentrum. Das Ganze im 4-3-3-System vom FC Southampton. Sie spielen heute gegen Sheffield Wednesday mit Will Smith im Tor, Hunt, Iwofra, Lister, Palmer, Brown, Aden, Miran, Bannon, Byers, Windass. und Patterson, der Typ ist einfach Windass. Geiler Name. ja, auf jeden Fall, das Spiel hat begonnen. Wir spielen auf jeden Fall gegen Mr. Windass. Tuansebe. Maiton Niles jetzt hier, Mwepu. Mwepu, ja, stoppte da ab. Hält erstmal den Ball, Dolan. Dolan mit dem Pass hier. Etebo nochmal rübergespielt auf Reggie Wilson. Sie spielen sich den Ball gut hin und her. Und am Ende war es Mwepu, der geschossen hatte. Gibt erstmal Ecke. Maiton Niles. Kurz gespielte Ecke auf Dolan. Maiton Niles. Na, das war ein gutes Tackling. Etebo. Jetzt Mwepu. Und der Pass war super. Dolan macht ihn nicht rein. Gut pariert vom Keeper. Aber der Druck bleibt erstmal erhalten. Mwepu. Dolan, ah, vielleicht etwas zu weit vorgelegt. Dolan wollte den reinflanken, wurde dann aber geklärt von Sheffield. Dileb. Dileb mit dem Pass auf Dolan. Dolan hier. Verzögert das Ganze. Spielt hier jetzt nochmal auf Dileb. Dileb zieht, ach, ziemlich schwach ab. Sheffield spielt den kurz, bringt sich damit so ein bisschen unter Druck ohne Not. Oh, was machen sie denn da? Lösen es gut. Lösen es gut und eventuell jetzt hier der Gegenangriff, aber nee. Boah, das war nicht gut von Tuansebe. Ich lob ihn vorhin noch und dann baut er so eine Scheiße. Dann baut er so eine Scheiße. Alter, was ist das denn für ein Jubel? Tuansebe, Mann. Ganz schlechter Kopfball. Ja, Morales muss dann raus. Was soll er auch machen? Den trifft da keine Schuld. Callum Patterson mit der, ja, mit dem Treffer für Sheffield, die hier überhaupt nicht im Spiel waren. Aber jetzt steht es hier 1-0 für sie. Zweite Halbzeit hat jetzt hier begonnen. Wir gucken mal. Sheffield eventuell weiterhin so eiskalt sein kann. Und ob Southampton hier nochmal zurückkommt. Der ist nicht schlecht. Morales. Oh, Morales! Eieiei. Jetzt hier die Chance. Aber den hat er. Morales hier mit dem Abwurf. Ja, Dolan. Mwepu jetzt. Etebo. Dolan mit der Hacke auf Mwepu.
Der kann den Ball da echt noch zu Dolan bringen. Dolan. MVP. Spielen sich den da jetzt gut hin und her? Na, so nicht, Dolan. Patterson. Patterson mit einer Riesenchance, wenn er den rüberspielt. Hat zu lang gewartet. These war da, aber These. Gefährlich, was da die Abwehr von Southampton macht. D-Lab auf Dolan gespielt. MVP bringt den Ball da jetzt wieder auf Dolan. Das könnte jetzt gefährlich werden. Dolan. Nein. Konter erstmal hinüber, noch nicht ganz. Oh, du sollst den durchlassen, du Volltrottel. Oh, ganz schlechter Abschlag. Kalimuendo. MVP auf Kalimuendo. Gerade eingewechselt und trifft. Gerade eingewechselt und trifft direkt. 66. bzw. 67. Minute. Kalimuendo hier mit dem Treffer. Das nenne ich mal Joker-Tor. El Shaarawy auch gerade reingekommen für Wilson. Sehr, sehr schön. Kriegt den Ball, ein Pass, kriegt den Ball nochmal und damn, das waren drei Ballkontakte insgesamt. Und dann macht Kalimuendo diesen Treffer. Hier nochmal angenommen, reingezimmert das Ding. Sehr wichtig, Southampton insgesamt die klar bessere Mannschaft, kam aber nicht zum Treffer, jetzt schon 1-1. Und den Ball direkt wieder abgefangen. Maitebo. Jetzt hier Sheffield, das war ein super Pass. Super Pass und es ist das 2-1. Das gibt's nicht, wie effizient manchmal der Gegner ist, ne? Machen's gut, ziehen den Ball rein. Und auf einmal steht's hier ganz, ganz schnell wieder 2-1. Überhaupt nicht verdient, aber das interessiert im Fußball keinen. Am Ende geht's nur um die Tore. Morales. Gut auf Yassin gespielt. Maiden Niles. Jetzt Etebo. Oh, der Pass ist gut. Dolan mit der Flanke. Der Schuss. Kalimuendo. Der muss rein. Der muss dringend rein. Da kommen aber schnell wieder im Ballbesitz. Etebos Pass. Da kommt Kalimuendo leider nicht ran. Was machen sie denn da? These. El Shaarawy. Junge. Der hat den Ball bisher noch gar nicht gesehen, El Shaarawy. Und das ist eine Riesenchance jetzt. Das ist eine Riesenchance jetzt. Eine riesige Chance, ja. Scheiße. Die Serie ist durch, Leute. Die Serie ist durch. Die gewinnen das Ding. El Shaarawy auch gar kein Faktor, ne? Also. Bitter. Naja, gibt dann doch wohl mal wieder eine Niederlage. Niederlage. Ärgert mich nur, weil es halt gegen ein Team ist, das gerade 20. oder irgendwie so ist. Das ist halt, was mich so extrem ärgert. Wirklich gegen ein Team, wo wir eigentlich klar dominant sein müssten. Ja, leider verlieren wir dann nach 6 Spielen wieder mal. Ja, einfach mal wieder. Es ist bitter. Ja, schade. Vor allen Dingen, weil wir die bessere Mannschaft waren. Gerade in der ersten Halbzeit kassieren dann diesen Gegentreffer wegen Tuansebes Fehler. Es ist unsere eigene Fehlerquelle, na, ihr seht sie auch hier klar dominant. Es ist unsere eigene Fehlerquelle, die uns immer wieder so in den Arsch. F-Punkt. Schade. Wenn wir keine Fehler machen, gewinnen wir die Dinger. Na gut, gehen wir gleich rein gegen. Gehen wir gleich rein gegen Swansea. Gucken mal, ob wir es hier besser machen können. Hier die Aufstellung von Southampton mit Morales im Tor, Livramento, Dragosin, Ramsey, Parsons, Maiden Knights, Wilson, Gilmore, Shorty, D-Lab und El Shaarawy. Das Ganze hier natürlich in einem 4-3-3-System. Gerade von El Shaarawy erwarte ich viel, viel mehr als nach seiner Einwechslung. Ich hoffe, der kann da mal ein bisschen mehr zeigen, aber das werden wir da mal sehen. Wir gucken auch gleich mal auf die Aufstellung von Swansea. Die waren ja auch mal vor ein paar Jahren in der Premier League, sind dann aber auch nicht mehr hochgekommen. Und momentan sieht es so aus, als würde es uns gleich ergehen. Ne? Mit Hammer im Tor, dann Lati, Baudiere, Evans, Rouchère, Manning, Butler, Smith, Grimes, Whittaker, Pirou und Corozo. 5-2-3-System. Spiel hat jetzt hier begonnen. Noch Gilmore mit seinem Rücken. Und jetzt hier, der Pass war nicht gut.
Na, ja, aber Wilson wieder dran und der macht ihn fast rein, wenn Hammer nicht da war, da gewesen wäre. Nathan Niles, Gilmore. Gilmore, super Pass auf D-Lab. D-Lab verpasst ein bisschen den Abspielpunkt. El-Sharawi Schuss war abgefälscht. Ah, D-Lab hat so ein bisschen das verpasst. Jetzt hier Parsons kann den haben. Ja, aber gibt Einwurf Swansea. Wilson, Gilmore, jetzt hier D-Lab. Machen wir auf Wilson. El-Sharawi kann da laufen. Sehr schön. Das ist jetzt gefährlich. Die Flanke rein da und da ist der Treffer nicht. Da ist der Treffer nicht, weil der Keeper Hammer richtig gut hält. Ecke. Wilson. Oh, die Ecke war nichts. Wilson. Ja, das war's dann mit der ersten Hälfte. Ah, Swansea, vielleicht jetzt mal. In dieser zweiten Halbzeit ist noch nichts passiert. Und wir gucken, ob sich das jetzt mal ändert. Allgemein sehr ereignisarmes Spiel eher. Swansea versucht sich da langsam durchzukombinieren. Ja, die Schusschance, aber Morales ist da. 15 Minuten hat es knapp gedauert, bis jemand ein erster Schuss abgegeben wird in der zweiten Halbzeit. Wird jetzt erstmal Ecke für Swansea geben. Schauen wir mal, was sie aus dieser Ecke machen können. Boah, ja. Die kann erstmal hier Dragusin klären. Wilson war da fast dran, aber Swansea bleibt im Ballbesitz oder auch nicht. Wollen den Ball nicht so richtig? Doch, mit der Hacke gut weitergespielt. Weiterhin Swansea, jetzt hier über rechts. Das könnte gefährlich werden, wenn er den da reinpasst. Wollte er nicht. Jetzt hier die Schutzmöglichkeit mit der Hacke. Maiden Knights hat das Ganze antizipiert. Sehr stark gemacht. Kontermöglichkeit. Wilson spielt den auf D-Lab. D-Lab. Jetzt der Pass auf Wilson. Der Pass war alles andere als gut. Wilson. Nochmal auf D-Lab gespielt. Der passt hier nochmal rüber. Die Chance gegen die Latte von Gilmore. Ah, jetzt ist hier aber mal so ein bisschen Feuer drin in der zweiten Halbzeit. Nketiah. Eddie Nketiah. De La Vega stößt nach vorne. De La Vega. De La Vega hier. Die Flanke auf El-Sharawi. El-Sharawi, das war absolut scheiße. De La Vega. Ja, das war nur ein Schüsschen. Jetzt vielleicht doch nochmal De La Vega. Nein. Nathan Niles. De La Vega zieht einfach von dort ab. Es gibt immerhin eine Ecke. Aber El-Sharawi, Junge, Junge, hat er den Fallrückzieher verzogen. Ecke jetzt hier, Wilson. Ah, da kam kein Southampton-Spieler dran. Jetzt hier Maiden Niles mit der Hacke. Gilmore aus der Drehung, aber auch das dann relativ ungefährlich. Wilson, nee, Maiden Niles ist das. Der passt ihn jetzt nochmal auf. Wilson, der war richtig gut gepasst. De La Vega mit dem Pass auf Nketiah. Nketiah, nein, das war nur ein Schüsschen. Was war denn das? Nur ein Schüsschen und es ist nicht mehr viel Zeit. 2 Minuten Nachspielzeit. Swansea jetzt hier. Unter Druck. Swansea richtig unter Druck. Also sie wollen hier ruhig agieren. Oh, was ein Fehler. Was ein Fehler und jetzt De La Vega. Nein, ich war zu nervös. Ich war zu nervös. Das war ein Geschenk. Was mache ich da? Was mache ich da? Ich war zu nervös. Scheiße. Er schenkt mir den Sieg mehr oder weniger. Okay, musste aber auch mal wieder sein, oder? 2, 3 Folgen, wo alles perfekt läuft oder mehr oder weniger alles super läuft. Der muss noch mal so eine Folge rein, wo man auch mal nicht gewinnt, ne? Naja. De La Vega ist jetzt auch back, das ist auch schön. Immerhin. Und ja, Leute, nächste Folge geht es dann gegen Ipswich im EFL Cup in der 4. Runde. De La Vega werde ich jetzt natürlich auch wieder zurückholen in die Startelf, das ist auch klar. Dafür muss dann, ja, ich würde sagen, Itebo erstmal raus und Shorttail dann auf der Bank. Ja, Leute, es ist immer noch alles okay. Wir gucken nochmal kurz auf die Tabelle. Klar, jetzt mal 2 Spiele ohne Sieg. Ja, ist nicht perfekt. Aber es läuft immerhin gut. Wir waren in beiden Spielen wieder das bessere Team. Man hat immerhin noch so weiterhin positive Anreize, auch wenn wir jetzt auf 8 gerutscht sind. Aber wir sind easygoing dran an den Playoff-Plätzen. Das ist das Wichtigste. So will ich mich dann auch erstmal verabschieden. Euer Veloschen meldet sich ab und bye bye.